Ullmann Reisen, Ihr Reisepartner seit 25 Jahren. Wir sind Kreuzfahrtspezialist, egal ob Clubschiff, Wohlfühlschiff, Luxus- oder Expeditionskreuzfahrt. Wir sind Reiseveranstalter mit eigenem Katalog für besondere Erlebnisse, ob mit Flugzeug, Schiff oder Bus. Wir sind Reisebüro für Pauschalreisen in die ganze Welt. Wir sind Ihr Ansprechpartner für alles rund ums Reisen, ob Buchung, Betreuung oder Zusatzleistungen. Willkommen im Urlaub! Heute auf dem Spielplan von RTV Kompakt: Der alte Mann und die Musik, Hauptrolle Friedi Richter, der Kindergarten-Cup, Kamera Bernd Puttwill und der Ring der Erinnerungen, Regie ADAC. Glück auf Erzgebirge. Heute eine Sendung mit vielen Kindern. Das war auch nicht anders zu erwarten, am Tag nach dem Kindertag. Überall war was los für die Kleinen. Manche Veranstaltung am Nachmittag im Freien hatte allerdings unter dem schlechten Wetter zu leiden. Nicht so unsere Kindertagsgeschichte, die wir Ihnen jetzt erzählen. Ein älterer Mann besucht im Dorf Chemnitz einen Kindergarten und hatte ein Geschenk dabei. Welches, das sehen Sie jetzt. Ich höre Vögel singen, es Frigo, es Pluto. Seht du, ihr Liebe, singen, das macht uns alle froh. Kuck, 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 kuck. Seht du, ihr Liebe, singen, das macht uns alle froh. Wenn der heute 84-jährige Friedi Richter an seinem Keyboard Platz nimmt, ist ihm sein Alter nicht anzumerken. Er steckt voller Ideen und Tatendrang. Wenn es ihm möglich ist, besucht der Hommersdorfer noch den Musikantenstammtisch, wo er mit seinen Liedern auf heitere und nachdenkliche Art an alte Zeiten erinnert. Friedi Richter liebt seine erzgebirgische Mundart. Er möchte diese auch in seinen Liedern an die jüngere Generation weitertragen. Mit dem kürzlich neu entstandenen Kinderlied »Die fünf Jahreszeiten« richtet sich Friedi Richter speziell an die Kinder im Erzgebirge. Sum, 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 der Fläschchen, die sind sum, Frigolik in der Luft. Zum Kindertag besuchte er den Kindergarten und Hort Sternschnuppe in Dorf Chemnitz. Im Gepäck hatte er eine brandneu aufgenommene CD. Damit will Friedi den Kindern an ihrem Ehrentag eine ganz besondere Freude bereiten. Gespannt und mit großen Augen warteten die Mädchen und Jungs der Igelgruppe auf das, was passiert. Erzählt, dass wir heute ganz kurzfristig noch mal Besuch bekommen in unserer Einrichtung Kindergarten Sternschnuppe. Und das ist nämlich der Herr Friedi Richter. Und ich habe euch auch gesagt, dass der gar nicht mehr ganz so jung ist, schon ein bisschen älter ist, aber der hat doch ganz, ganz viel Lust, immer viele tolle Lieder zu schreiben. Ne? Ja. Ganz von alleine fällt das dem im Kopf ein und dann denkt er, ach, die Kinder, die singen so gerne und so schön, da schreibst du doch mal ein paar Kinderlieder für die Kinder. Und das hat er nämlich gemacht und hat die ganzen Lieder hier auf seiner CD drauf und hat die uns heute mitgebracht, weil er die uns gerne schenken möchte. Hm? Ja, Herr Keller, ich habe für euch eine CD gemacht, für euch zum Mitsingen. Und zwar seit den 5 Jahreszeiten drauf. Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Fasching. Und da habe ich gedacht, das ist immer ein schönes Fototeam mitmachen. Und da haben wir zusammen vom Gewerbe und ich haben ein schönes Kämmerlieder-CD gemacht. Und die will ich euch jetzt einmal vorspielen. Und die soll für euch zum Lernen sein, zum Mitsingen. Und ich hoffe, dass es euch gefällt und dass ihr fleißig mitlernt. In Zusammenarbeit mit dem Mundartstammtisch ist ein Kinderlied entstanden, mit einer Melodie, die schnell in die Herzen geht und zum Mitsingen animiert.
Bärbel Funke und Friedi Richter sind die Autoren. Gespannt lauschten die Kinder dem Lied, schon nach kurzer Zeit wagten sich einige, zögerlich noch, die Melodie zu summen, zu schunkeln und zu klatschen. Für die Vorstellung gab es von den Kindern einen dicken Applaus und auch ein Versprechen. Die Kinder haben Friedi Richter für die Adventszeit eingeladen. Dann möchten sie ihm sein Lied vorsingen. Die CD, die 5 Jahreszeiten, möchte Friedi Richter auch den Kindern in den Kindergärten Wiesenbad, Auerbach, Hormersdorf und Thalheim schenken. Mit dieser Art möchte der Mundartdichter und Liederschreiber aus Hormersdorf an die erzgebirgische Mundart erinnern und sie somit im Erzgebirgsraum festigen. Es geht weiter mit Meldungen aus dem Erzgebirge vom Donnerstag. Schneebergs ehemaliger Bürgermeister Frieder Stimpel hat eine hohe Anerkennung erfahren. In Dresden bekam der 62-Jährige von Ministerpräsident Stanislaw Tillich den Verdienstorden des Freistaates Sachsen überreicht. Gewürdigt wurde, dass Frieder Stimpel als Bürgermeister die Entscheidung, in einer früheren Bundeswehrkaserne eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge einzurichten, mitgetragen und sie gegen teils erheblichen Widerstand in der Stadt verteidigte. Der Sächsische Verdienstorden wurde 1996 gestiftet. Insgesamt darf die Zahl der lebenden Ordensträger 500 nicht überschreiten. Bisher wurde der Sächsische Verdienstorden 276 Mal verliehen. Die Stadt Oelsnitz im Erzgebirge hat am 1. Juni einen Wohnmobilstellplatz eröffnet. Dieser wurde im Bürger- und Familienpark eingerichtet, der auf dem Gelände der 7. Sächsischen Landesgartenschau 2015 entstanden ist. Reisenden im Wohnmobil bietet die neue Übernachtungsmöglichkeit Strom- und Wasseranschlüsse sowie eine Entsorgungsstation für Abwasser. Der Platz bietet ideale Voraussetzungen zum Erholen und Entspannen. Im benachbarten Gradierwerk kann wohltuende, dem Meeresklima vergleichbare, feuchte, salzhaltige Luft genossen werden. Darüber hinaus bietet der Park 2 besondere Spielplätze, einen Natur- und Geologielehrpfad, vielfältige landschaftsgärtnerische und künstlerische Gestaltungen und Aktivangebote. Direkt vom Wohnmobil aus können die Gäste Wander- und Radtouren unternehmen. Zur Eröffnung hatte Bürgermeister Bernd Birkicht aber auch Urkunden im Gepäck. Sie gingen an die Gartenpaten, die sich freiwillig und ehrenamtlich um bestimmte Bereiche der Gartenanlagen kümmern, um sie bestmöglich zu erhalten. Und weil das alles am Kindertag war, gab es im Bürger- und Familienpark ein großes Kinderfest. Seit dem 1. Juni, dem Internationalen Kindertag, ist die Kinderoase am Karlsplatz in Annaberg-Buchholz eine geförderte Jolinchen-Kita der AOK. Unter zahlreichen Bewerbern schaffte es die städtische Einrichtung, eine von 2 ausgewählten Kitas in Sachsen zu werden. Diese werden in den nächsten 3 Jahren durch die AOK in Form von Weiterbildungen, Schulungen sowie Projektförderungen unterstützt. Mit dem AOK-Programm Jolinchen-Kids – Fit und gesund in der Kita sollen im Alltag von Kindertagesstätten und Familien wichtige Weichen für das gesunde Aufwachsen von Kindern gestellt werden.
An diesen Kindertag werden sich die Kids der Auer Kindertagesstätte Spatzennest noch lange erinnern. Für sie begann der 1. Juni im Garten mit der Eröffnung des neuen Klettergerüsts. Oder besser dessen Anbaus. Denn ein Turm steht schon seit 2015, bot aber nicht für alle Kinder Platz. Also wurde seit April angebaut. Gut 1500 Euro hat der Bau gekostet. Finanziert wurde das Projekt von der Stadt Aue, dem Förderverein der Kita und vielen fleißigen Eltern, die ihren Kindern damit ein ganz besonderes Kindertagsgeschenk gemacht haben. Eine indische Schülergruppe war im Rahmen des von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten deutsch-indischen Klassenzimmers im Gymnasium Marienberg zu Gast. Gemeinsam besuchten die Schüler auch den Deutschen Bundestag und sprachen mit dem Wahlkreisabgeordneten Günther Baumann über ihr Projekt Go Green with Alternative Sources of Energy. Im Mittelpunkt stand hierbei die Frage, wie Deutschland den beschlossenen Ausstieg aus der Atomkraft bewältigt und in welchem Zeitfenster dieser Plan umgesetzt werden wird. Daran schloss sich die Frage nach alternativen Energiequellen an, die in Deutschland genutzt werden. Die SG Nickelhütte Aue, allen voran Sportfreund Gottfried Schüller, hatte Kindergärten zu einem Wettbewerb in die Erzgebirgshalle Lößnitz eingeladen. Der Nachmittag stand unter dem Motto Spiel mit dem Ball. Eingebaut wurde dabei eine Koordinationsleiter. Als Sieger ging die Kita Spatzennest Lößnitz aus dem Wettbewerb. Auf die weiteren Plätze kamen die Villa Kunterbund Aue, der Bewegungskindergarten Bad Schlema, das Knirpsenland Lößnitz sowie die Kita Auerhammer. Sportlich geht es bei uns weiter, nur alles eine Nummer größer. Von den Kindern kommen wir zu den Oldies, vom Ball zur Rennmaschine und von der Erzgebirgshalle zum Sachsenring. Und sie können wieder etwas gewinnen. Auf ein tolles Starterfeld und einen vollen Zeitplan können sich die Besucher der ADAC Sachsenring Classic vom 10. bis 12. Juni freuen. Also wir schätzen ca. 650 bis 700 Fahrer, die in den 18 Klassen hier an den Start gehen. Also liegen wir so im Trend der Vorjahre. Die Nachfrage ist da immer sehr hoch. Und wir müssen bei einzelnen Klassen dann schon einen Stopp einrichten, sonst würden hier noch mehr Fahrer an den Start gehen. Highlights werden die Rennen der World GP Bike Legends mit Grand Prix-Fahrern der 80er und 90er Jahre sein. Eine Veranstaltung für Insider oder für wen ist das Rennenwochenende genau das Richtige? Ja, wenn ich jetzt anschaue, wer hier auf den Motorrädern sitzt, das geht von knapp 20-Jährigen bis zu 85-Jährigen. Also ist es etwas für die gesamte Familie, zumal es ja auch nicht ein reines Rennwochenende ist, sondern es ist ein Wochenende, wo die Besucher mal direkt hier Benzin schnuppern können, sich in die Boxen die Motorräder anschauen können. Sie kommen den Fahrern ganz nah, die Fahrerlager sind geöffnet. Also es soll eigentlich eine große Familienveranstaltung sein, wo man eben sich frei bewegen kann. Sie können dabei sein und bei uns zwei Eintrittskarten für das gesamte Wochenende gewinnen. Unsere Frage, wie oft kommt der Buchstabe C im Veranstaltungstitel ADAC Sachsenring Classic vor? Gestern haben wir in ErzTV Kompakt die neuen Zahlen vom Arbeitsmarkt geliefert. Die waren ja höchst erfreulich. Für uns ein Grund, das Thema heute weiter zu verfolgen.
Mit Blick auf den Arbeitsmarkt hat sich das Erzgebirge vom Sorgenkind mit 20% Arbeitslosigkeit zum Klassenprimus entwickelt. Eine Arbeitslosenquote von aktuell 6,1% im Erzgebirgskreis ist die niedrigste aller Landkreise in Sachsen. Wie der erzgebirgische Agenturchef Siegfried Bäumler verkündete, rangiert unser ländlicher Raum vor Plauen und Pirna mit je 6,3%, Zwickau und Freiberg mit je 6,5% sowie all den anderen Regionen. Schlusslicht ist auf Platz 11 Leipzig mit 9,0%. Muss das Erzgebirge bei diesen Zahlen befürchten, dass der Arbeitsmarkt hier weniger gefördert wird? Nein, das ist typische Befürchtung, ist natürlich nicht angebracht. Die Förderung hat sich insgesamt natürlich gewandelt, wenn wir jetzt von Quoten von 20%, wo Sie gerade angesprochen haben, ausgegangen ist, dann hat man natürlich damals Förderinstrumentarien, um Massen an Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. Damals bevorzugt natürlich in den zweiten Arbeitsmarkt. Der spielt jetzt nach wie vor kaum mehr eine Rolle, allenfalls im Bereich der Arbeitsgelegenheiten, im Bereich des SGB II. Wir haben aber jetzt ein anderes Förderinstrumentarium dahingehend, dass wir im Bereich der Fort- und Weiterbildung sehr viel Engagement auch zeigen und auch weiterhin zeigen werden. Und da sind auch unsere finanziellen Mittel nach wie vor großzügigst. Und ich kann nur an die Arbeitnehmer appellieren, wenn sie an Fort- und Weiterbildung interessiert sind, dann kommen sie gerne auf ihre Berater zu. Ich denke, wir können hier jedem ein passendes Angebot machen. Was sind die Voraussetzungen, dass man kommen kann? Also zunächst einmal derjenige, der arbeitslos ist, der kann sowieso von unseren Angeboten partizipieren, aber auch derjenige, der jetzt in irgendeiner Form von Arbeitslosigkeit bedroht ist, eben in der Job-to-Job-Phase ist, der soll sich gerne schon mal bei uns melden, damit wir ihm ein passendes Angebot machen können. Eine Arbeitslosenquote von 6,1% im Erzgebirgskreis. Verantwortlich sind nicht die vielen neuen Jobs. Der demografische Wandel sorgt dafür, dass es bei uns altersbedingt immer weniger potenzielle Arbeiter gibt. Unsere Veranstaltungstipps. Am Freitag erlebt Zwönitz die 14. Rocknacht. Im Festzelt am Sportkomplex spielen ab 19 Uhr 5 Bands. Mit dabei sind Irrtum, The Lyrics, Dad's Garage, Rockfloor und The Manor. Der Eintritt kostet 5 Euro. Am 1. Juni-Wochenende wird in Waschleite Harzerfest gefeiert. Das beliebte Fest verdankt seinen Namen dem Harzen, einer handwerklichen Tätigkeit, welche in Waschleite in früherer Zeit als Beruf oder Nebenbeschäftigung ausgeübt wurde. Für das Festwochenende haben die Stadt Grünhain-Beierfeld und Mitglieder des Heimatvereins Waschleite ein buntes Programm für Alt und Jung vorbereitet. Zum 24. RSA-Festival am Sonnabend auf der Waldbühne Schwarzenberg, das wieder tausende Gäste aus nah und fern anziehen wird, veranstaltet der Wirtschafts- und Gewerbeverein Schwarzenberg zum 6. Mal den Oldie-Tag in der Altstadt. Von 11 bis 16 Uhr sind die Waldbühnenbesucher, aber natürlich auch alle anderen Gäste sowie Einheimische auf den Markt sowie in den Straßen und Gassen der Altstadt herzlich willkommen zum Entdecken, Genießen und Verweilen. Eine Reise durch das Preßnitztal ist am Sonnabend und Sonntag zu empfehlen. Dort wird nämlich die 20-jährige Zusammenarbeit von Preßnitztalbahn und der Gaststätte Forellenhof gefeiert. Die gute alte Bimmelbahn fährt von Jöstadt und Steinbach bis zum Festplatz in Schmalzgrube. Dort erwartet die Ausflügler ein kleiner Bauernhof sowie kulinarische Genüsse, serviert vom Team der Gaststätte Forellenhof. Mineralienfreunde sollten sich den Sonnabend vormerken. Von 9 bis 15 Uhr lädt auf dem Sauberg in Ehrenfriedersdorf die 30. Mineralienbörse ein. In diesem Jahr gibt es wieder eine große Sonderausstellung zu bestaunen. Weiterhin kann der Besucher unter fachmännischer Anleitung selber Mineralien polieren. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 2 Euro, Kinder zahlen 1 Euro. Ein grenzübergreifendes Seniorensportfest macht am Freitag alle Sportbegeisterten 50+ im Wohnpark des Wohn- und Pflegezentrums in Frohnau mobil. Die Veranstaltung beginnt 13.30 Uhr und geht bis 18 Uhr. Es werden wieder Sportgruppen aus jeder Ecke des Erzgebirgskreises und aus Tschechien erwartet. Berichte über Kinder bestimmten heute die Sendung wesentlich mit. Privat wird mein Leben auch von Kindern bestimmt.
Das Jüngste ist noch im Babyalter. Deswegen liegen jetzt 2 Monate Elternzeit vor mir. Am Sonnabend werde ich mich nochmal bei ERZ-TV Woche melden. Die morgige Kompaktsendung wird bereits von meinem Kollegen Sven Schimmel moderiert. Ihnen wünsche ich eine schöne Zeit. Glück auf, Ihr Carsten Blechschmidt.